Dies ist die legendäre Geschichte von Hammad Dragoon und Hammad Al-Majbad auf GTA's Roleplay-Server State 5. Beide stammen ursprünglich aus derselben Heimatstadt und nun treffen sie auch hier endlich aufeinander. Und so begann und endete die legendäre Geschichte der beiden Hammads. Viel Spaß! Dicker, hörst du mich, Alter, Dicker? Hörst du mich, Alter? Bitte guck mal meinen Charakter an. Einfach so ein Ahmed frisch. Ey, dieses Auto ist doch von dir, oder? Ja, Bruder. Du dreckiger Köter. Komm mal rein, Bruder. Wir gehen jetzt ein bisschen Gangbang. Ach, das ist okay, so der Moment, wo alles vorbei jetzt war. Also Bann in einer Stunde, ja? Hä? Also Bann in einer Stunde. Safe. Okay. Einfach wie im Real Life. Hey, Salami. Ja, Salami. Wie war Reise, ja? Jetzt geht's los. Jetzt war so, Salami. Okay, genug Smalltalk, jetzt geht's los. Walla, Bruder, sage dir ehrlich, die wollten nicht Einreise gewähren, weil die haben gesehen, von Dragon-Familie, Hammad Dragoon. Ja? Hallo! Sag hallo! Digga, das war gerade der lebendige Beweis dafür, dass wir mit allem angefangen haben. Ja? Einfach hallo, lag hallo, bumm, nach links. Hallo! Sag hallo! Was gibt es denn, was machen Sachen? Direkt, er hat einfach 0% hallo. Schuld. Oh, was mit euch? Irgend so ein Ronny. Was ist verkehrt hier? Wie was verkehrt? Habt ihr gesoffen oder was? Ey, bleib mal hier! Was haben wir gesoffen? Wie redest du? Direkt beide aggressiv! Einfach, ich bin schon mit meinen Finger auf Schlagen. So, ich bin schon so im auf den Kopf springen Knopf. Cousin! Ihr sollt euch mal wieder die Karre reinmachen und euch verpissen! Wer bist du, dass du das sagst? Direkt kampfbereit. Geht euch den Scheißdreck an. Salame, soll ich schon eine Bombe geben, Herr Salame? Hui! Ne Kelp! Ihr seid Hui! Ich hab auf einmal gemerkt, dass ich keine HP habe. Angreif, Bruder, angreif! Angreif! Gib mir, Bruder! Oder angreif, angreif! Ich spring auf sein Gesicht! Die Atemgisse bekommen, Miese! Ja, ui, ich hab... Mir. Und danach Knock einfach. Nein. Das war leicht absehbar. A few moments later. Ich komm an und denk mir, mal gucken, was jetzt passiert. Dann... Ich seh nur... Okay, ich seh fucking LKW, Hütchen, Bullenwagen mit Rot und Blaulicht, zwei Polizisten und diesen Hywan Jones da oben ohne stehen. Dann in meinem Kopf rattert's, lachen, okay, GG. Das war unser Bann. Im Kopf ist einfach, okay, Chaos. Band. Und dann wusste ich, okay, ab jetzt ist Spielen. Oh, ich grüße sie, der Schädel brummt ja immer noch. Bruder, der will hier Ausweis von mir sehen, ich habe keinen Ausweis. Ich komme angelaufen und der erste Satz richtig ernst am Ende. Oh, ich grüße sie, der Schädel brummt ja immer noch. Bruder, der will hier Ausweis von mir sehen, ich habe keinen Ausweis. Kommen Sie erstmal jetzt wieder hier rüber. Ja. Bruder, sollen wir jetzt? Bo? Sollen wir Bo? Wie ist das hier?
so mit dem Bumpf. Kommen Sie erstmal jetzt wieder hier rüber. Bitte, hört euch dieses Bumpf an, wie er das sagt. Ja. Oder sollen wir Dings? Sollen wir Bumpf? Uff. Oh, hier hinten tut's weh einfach. Wie ist das hier? Und ich denke mir in dem Moment so, okay, scheiße, sollen wir jetzt reinhauen oder nicht? Ich hab mal eine Frage, Herr Officer. Das ist eigentlich nur, NSA. Ich kauf grad Zeit, um nachzudenken. Ja, jetzt bin ich erstmal hier mit der... Hier hinten tut's weh einfach. Gut, dann nehme ich meine Karre und zisch wieder ab, ja? Nee, sie bleiben hier. Richtig so lächerlicher Versuch, dass es klappen könnte. So richtig lächerlicher Versuch. Gut, dann nehme ich meine Karre und zisch wieder ab, ja? Als ob der okay sagt. Nee, sie bleiben hier. Ich bleibe hier? Ja, Sie sind damit involviert hier, oder? Wo bin ich mit involviert hier? Naja, Sie haben gerade, Ihr Kollege hat gerade gesagt, Sie haben den Typen da, der da auch nichts drin. Ja. Oh. Ich hole mir jetzt erstmal für mein Auto ein T-Shirt. Der auch. Er sagt einfach kurz so, ja. Dieses Ja, ja. Ist so richtig. Ihr Kollege hat gerade gesagt, ist so richtig, okay, er ist fertig, ich kann jetzt zum Auto. Naja, Sie haben doch gerade, Ihr Kollege hat gerade gesagt, Sie haben den Typen da, der da auch nichts zurückknüppelt. Ja. Ich hole mir jetzt erstmal von meinem Auto ein T-Shirt, weil mir ist ein bisschen kalt. Ja, nee, Sie bleiben jetzt erstmal kurz hier, hab ich gesagt. Ein bisschen kalt. Bleiben jetzt erstmal kurz hier, hab ich gesagt. Oh, ich kann nicht sagen mehr. Sagen wir nochmal Ihren Nachnamen. Unterstrich? Ja. Und dann... Genau. Ich muss gucken, lesen. Wissen nicht, wie Ihr Nachname ist, oder wie? Ich kann mich da aufgrund des Unfalls gerade dran nicht mehr erinnern. Ich muss kurz nach... überlegen, wenn Sie verstehen. Ja, dann überlegen Sie mal ein bisschen schneller. So, aber Sie verstehen schon, was ich wollte, ne? Einfach zum Auto rennen. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus oder ich öffne das Feuer. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus oder ich öffne das Feuer. Sofort was? Stehen bleiben. Ist Hallo, Bruder, ich muss weg von hier. Was hast du für eine Waffe? Ja, ich kann nicht, Was hast du für eine Waffe? Dicker, guck mal, es war ein Taser. Er hat dich mal mit einer echten Waffe. Das, jetzt geht's. Es war ein Taser, alle drei. Und ich dachte mir, okay, wir fahren jetzt. Aussteigen. Warte, ich muss das nochmal sehen, wie du da einfach losrennst. Erstmal, er geht so zwei Schritte. GG, Alter. Dann hast du gemerkt, dass ich auch renne. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus oder ich öffne das Feuer. Sofort stehen bleiben. Wieso? Bruder, ich muss weg von hier. Was hast du für eine Waffe? Entschuldigung. Einfach Entschuldigung. Entschuldigung. Oder was? Beifahrer, aussteigen. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist, ey. Das Problem ist, ich habe keinen Ausweis. Einmal runter vom Fahrzeug, hier rüber treten, der Herr. Einmal runter vom Fahrzeug, Alter. Ich brauch keinen Ausweis, jetzt sofort. Geht doch. So, der Herr. Bleiben Sie mal kurz stehen. So, mit dem Rücken zu mir, genau. Chaos. Kurz zu eigentlich, dementsprechend auch nochmal einmal tasten. Ein wandernder Haufen Chaos, dieser Junge. So, genug Fahrzeugschlüssel, perfekt. Also, Hammer. So, kommen Sie einfach runter. Mein Kollege. Ja. Ich sage keine Namen, ich weiß seinen Namen nicht. Ich hab von den Kollegen, hab ich den Ausweis. Wie heißt der Kollege? Hamad Al-Marajbat oder so. Also gut, ist das sein Fahrzeug, ja? Ich hab das Kennzeichen gerade nicht überprüft. Genau. Gut. Er hat doch die Schlüssel dafür. Scheide, auf den wir eingeschlagen haben. Nein. Doch. Genau das haben sie mir gesagt.
dass der Herr gepöbelt hat wohl und sie haben den niedergeschlüpft. Kollege, nein, ich bitte, dass Sie das nicht so drehen, weil ich habe Ihnen gesagt, der hat zuerst angefangen, da zu kommen und zu schlagen und dann haben wir uns gewehrt. Das haben Sie nicht gesagt, der hat gesagt, der ist laut geworden und hat gefragt. Allah, Kifo, der Salami, Kifo, Kifo, Kalb! Einfach Taser gefressen! So, damit müssen wir unser Bein. So original, so ein. Wie konntest du mich verraten, du Hund? Zu Hause wirst du einen Stich kriegen. Also, wir kommen jetzt, MD. Alles klar. Was wollen wir jetzt machen? Bis gleich. Jo, tschüss. Gibt es doch eine Möglichkeit, um nicht wieder gerade zu biegen? Ich hab ihn jetzt. Gerade eben. Hab ich sie deutlich darauf hingewiesen, dass sie sich hat zu benehmen haben. Und es. Irgendwie. Ich seh das ein. Ich seh das vollkommen ein. Mehrfach dafür, dass ich hier, also ihrer Meinung nach versuchen wollte zu flüchten, aber das wollte ich gar nicht. Entschuldigung dafür. Sie bleiben beide mal kurz stehen. Ich will ja nur zu unterstützen. Der Herr einmal im Pyjama, einmal zugetreten bitte. So, und der andere Herr. So, dann bräuchte ich einmal ihre Telefonnummer, werden sie ja mittlerweile schon haben, ne? Ja, ja, hab ich. Herr Nelson, haben Sie die Handschellen schon angenommen? Ja, ja. Alles klar. Gut, dann sind wir hier erstmal verschwunden und wie gesagt, denkt dran, benehmt euch hier, ich werde das vermerken und solltet ihr nochmal auffällig werden, dann sind wir nicht mehr so. Alles klar. Juti. Das ist klar, das ist angekommen. Ich sage immer, mein Papa hat mir immer Klatschen gegeben, weißt du, und ich sage immer, im Nachhinein, das hat er auch manchmal seine Begründung, wa? Alles klar, gut. Sollte dementsprechend noch was von der Polizei kommen, werden die jeweiligen Detectives sich telefonisch per E-Mail nicht bei E-Mail. So Senk, ich sage dir ehrlich, wenn die mir so machen, ich hole meine Brüder das. Nein, nein, warum? Was ist im Krankenhaus? Der HP ist auf Millimeter. Ach so, ja, okay. Oder ist es anstrengend da drin? Naja, ich sage mal so, mit dir ist alles gefährlich. Er war 3 Minuten auf dem Server und ich bin tot und fast gebannt. Egal, Bro, ich bin dem mies in die Beine gefahren, dem Bastard. Hey, mein Gott, Alter. Hier, Jones, jetzt geht's los. Was geht? Was machen Sachen? Ihr wollt doch garantiert gut, oder? Was? Ihr wollt doch garantiert ein bisschen gut, oder? Was wollen wir? Kannst du beten? Gut Voodoo. Gut Voodoo, geh weg von mir, junge Mann. Verpiss dich. Was wollte der? Gut Voodoo. Was ist das? Das weiß ich, Mann. Irgendeine Zaubermedizin. Oder meinst du, er wollte Drogen geben? Warte mal. Bruder, du mit deiner Maske, warte mal. Leg mal deine Waffe weg. Weißt du, wer ich bin? Will ich wissen, wer du bist? Nimm deine Waffe weg, hab ich gesagt. Ich bin Hammer Dragon. Naja, und ich kenn von woher, Alter, außer aus der Irrenanstalt. Was meinst du, gut Voodoo? Alter, gut Karma, du sollst mich hinfahren. Sollte ich, hast du erledigt gerade. Wohin? Steig mal aus, dann fahr ich. Geh mal weg von mir. Es hat ihn einfach tot getriggert. Geh mal laufen. A few moments later. Ich bin gleich wieder da. Ah, jetzt. An der Stelle, ja? Ich hatte diesen Typen mit der Pinguinmaske die ganze Zeit im Hinterkopf, weil ich mir dachte, wir hätten ihn irgendwo hingefahren, wenn es anders gekommen wäre. Deswegen wollte ich ihm dieses Auto schenken. Das war meine Intention. Als ich zu dir meinte, ich komme gleich wieder, habe ich den Wagen genommen, habe den Typen gesucht und wollte ihm sagen, ey, du wolltest doch vorhin irgendwo. Ich bin gleich wieder da. Hier, nimm den Wagen und guck mal, wie sich das entwickelt. Hier. Ey, großer, stopp, ey. Und die wollten uns sogar gerade jagen und umbringen, Alter. Hast du gerade nicht ein Auto gesucht? Ha? Hast du nicht gerade ein Auto gesucht? Ich
Ich suche gerade einen Voodoo mit zwei Idioten drin. Was ist mit denen? Ich hab die auch gesehen, die haben mich angemacht. Ja, richtig, mich auch, deswegen. Und was willst du mit denen aber? Ich will auch Faxen machen. Und auf einmal kommt Jones und verrät den ganzen Plan. Er hätte mir jetzt alles gebeichtet. Ich weiß nicht, wie ich heile. Ah, warte mal, Alter, die sind Idioten, ne? So, komm mal her. Einfach guck mal meine Reaktion. Ich wusste denen, in dem Moment, dass jetzt Faxen machen vorbei ist. Ich weiß nicht, wie ich heile. Ah, warte mal, Alter, die sind Idioten, ne? So, komm mal her. Wie? Easy.